Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial von mir. Ich bin's, Helvetia! Zum ersten Mal hier in diesem Kanal. In diesem Kanal wird es geben Tutorials, Gameplays, Reviews und weiteres. Diesmal zeige ich euch einfach ganz schnell, wie ihr einen schönen Kanal kriegen könnt. Bei der alten Kanalversion, bei der neuen bin ich da nicht ganz so sicher. Bei der alten Kanalversion auf jeden Fall. Denn das sieht dann einfach viel besser und professioneller aus, als wenn ihr das alles grün oder grau habt. Und das wird dann einfach schöner. Und manche Leute abonnieren euch einfach, wenn sie euren Kanal sehen und das Layout ist schön oder so ähnlich. Gut, jetzt zeige ich euch erstmal hier. Das hier ist jetzt mein Kanal. Kanal von Alligator. Ich muss jetzt noch das Bild ändern. Moment. Nein. Nein. So. Ich möchte das Bild ändern. Bild. Naja, okay, egal. Auf jeden Fall, das ist mein Kanal. Eigentlich kommt da noch ein Bild rein. Das kommt bald. Sieht eigentlich ganz cool aus. Der wäre eigentlich noch viel länger, weil eigentlich würden hier jetzt noch da die Videos stehen und das würde alles nach unten rücken. Und ich habe jetzt noch, weil es mein erstes Video ist, noch keine Abos, Abonnenten und andere Kanäle und Kanalkommentare. Aber ich zeige euch jetzt, wie ihr das eigentlich so schön hinkriegen könnt, weil ich finde es eigentlich ganz gelungen hier. Also, erstmal das Layout, also das Layout ist dieses Foto hier hinten dran bei mir von Modern Warfare 2. Dafür geht ihr auf youtubelayouts.net, also www.ylayouts.net. Das habe ich, also diesen Link werde ich in die Beschreibung stellen. Und dann kommt ihr hier auf diese Seite. Und hier oben unten, also ihr scrollt ein bisschen runter, auf YouTube Layouts und Backgrounds. Und da könnt ihr euch hier die das Genre aussuchen oder was es sein soll. Abstract Layouts, Architecture Layouts, Babe Layouts, Car Layouts, Celebrity Layouts, Clean and Simple Layouts, Computer Layouts, Emo Layouts, Entertainment Layouts und so weiter. Ich lese jetzt nicht alle vor, weil es ziemlich viele sind. Ich gehe jetzt einfach mal auf Gaming Layouts. So, jetzt habt ihr hier ganz viele Layouts. Und ich nehme jetzt mal das hier. Das hier, weil das habe ich ja schon. Jetzt klickt ihr einfach hier Click to Download. Und jetzt habt ihr hier dieses Bild. Einfach dieses Bild. Und hier sind halt die Platzhalter für das Video, den Namen, die Kommentare, Abos und so weiter. Da geht ihr einfach auf Rechtsklick und Bild speichern unter. Das mache ich jetzt nicht, das habe ich ja schon gemacht. So, wenn ihr das gespeichert habt, dann könnt ihr das hier wegklicken. Das 48 JPG, also ihr könnt euch natürlich jedes nehmen, was ihr wollt. Dann geht ihr wieder auf euren Kanal und macht Hintergründe und Farben. Und jetzt könnt ihr hier ein neuer Hintergrund. So, jetzt könnt ihr hier den Hintergrund benennen, wie ihr ihn benennen wollt. Hier die Schriftart. Und dann hier noch andere Farbeinstellungen. Erstmal hier Hintergrundbild, lade ein Bild hoch. Das kann man hier machen. Das kann ich jetzt gerade nicht, weil ich das gerade schon hochgeladen habe. Ich müsste jetzt wirklich einen neuen Kanal machen, neuen Hintergrund. Und dann steht hier Hintergrundbild, steht hier durchsuchen. Dann geht ihr in euer Heimverzeichnis und sucht dieses Layout, das als Bild bei euch gespeichert wurde. Bei mir ist es unter Downloads hier, die 48. Ich habe es jetzt nicht umbenannt. Dann klickt ihr einfach das an mit Öffnen. Und dann habt ihr schon mal dieses Bild drinne. Dieses Bild hier.
Und das, der Rest sieht dann aber noch ganz langweilig aus und die Schrift ist noch nicht in einer anderen Farbe und die Abonnenten und andere Kanäle sind noch nicht gut zu sehen und so weiter halt. So, jetzt haben wir hier die Hintergrundfarbe, Wrapperfarbe, Farbe des Wrapper-Textes und so weiter. Das sind jetzt alles so Zahlen, Kombinationen. Da geht ihr wieder auf diese Seite von eurem Layout, bevor ihr auf Click to Download gedrückt habt. Scrollt ein bisschen runter und hier sind die Einstellungen, wie es geil aussehen kann. Jetzt schreibt ihr das einfach ab. Hier dieses 00, Transparency und das, da schreibt ihr alles ab. Alles hier reinschreiben. Und dann passt es mit der Farbe und dem Kanallayout schon. Damit ist euer Kanalhintergrund eigentlich schon fertig. Und das war jetzt der erste Schritt. Dann gehen wir auf Module hier oben zwischen Hintergründe und Farben und Videos und Playlists. Ja, fortfahren. Gut. Jetzt könnt ihr hier anklicken, welche Module in eurem Kanal eingebaut sind. So, also was ihr sehen werdet. Ich habe hier die Abonnenten, die letzte Aktivität, die Abos, andere Kanäle und die Kommentare. So, die werden dann hier aufgelistet und die Abos sind eigentlich da unten. Also eigentlich würde man jetzt noch die Bilder sehen und die Namen, aber da ich ja noch einen neuen Kanal habe, habe ich noch keine Abonnenten. Das rückt ihr dann einfach mit diesem Pfeil hier hin und dann kommt es dahin gerutscht. So, jetzt drückt ihr hier bei Abos auf Bearbeiten, weil die Seite sonst ziemlich lang wird. Und drückt hier Anzahl der anzuzeigenden Zeilen. Also es ist eigentlich auf 2 gestellt. Dann seht ihr halt 2 Zeilen von den Abonnenten. Also 5 in der ersten Zeile und 5 in der zweiten. Aber ich mache 1. So, Änderung speichern. Dann Abonnenten, macht ihr das gleiche. Und Kanalkommentare macht ihr. Hier ist nochmal wichtig, also ich würde es an eurer Stelle machen. Jeder Kommentar muss genehmigt werden. Das hat den Vorteil. Irgendjemand, also ihr könnt jetzt zum Beispiel in Urlaub sein oder ihr könntet lange nicht auf euren YouTube-Kanal schauen. Und dann könnte ja sein, dass irgendjemand euch beleidigt und euren Kanal als schlecht darstellt und schreibt, das ist ein Nazi-Kanal oder du unterstützt rechtsextreme Aktion, bla bla bla, keine Ahnung. Und das ist halt gut, wenn jemand einen Kommentar auf deine Seite schreiben wird, kannst du es lesen, ob es nichts rassistisch ist oder ob es nichts ist wie dein Kanal ist scheiße. Naja, auf jeden Fall drückt ihr an, jeder Kommentar muss genehmigt werden. Änderung speichern. So, jetzt habt ihr hier diese Abo-Seiten und Listen. Jetzt bearbeitet ihr noch das Profil. Hier bei Profil bearbeiten, könnt ihr den Namen eingeben. Ich bin's ja. Alligator! Fragt mich nicht, woher der Name kommt. Das ist eine lustige Geschichte. Also ich heiße auch nicht Alligator. Ich heiße Alligator! So, und dann könnt ihr hier also bearbeiten. Alle Aufrufe kann man ja ruhig sagen. Alter, das ist nicht wirklich mein Alter. Das hört ihr hoffentlich in meiner Stimme. Ich bin nicht 52 Jahre alt. Und ich heiße auch nicht in Wirklichkeit Alligator! Naja, die letzte Aktivität kann auch angezeigt werden. Die Abonnenten, ja. Kanalbeschreibung, könnt ihr was reinschreiben, es kommt immer gut. Ich habe jetzt Tutorials, nicht Tutorials. Tutorials, Reviews, Gameplays und mehr. Über mich mache ich mal weg jetzt. Heimatstadt könnt ihr, müsst ihr nicht. Land könnt ihr. Und das da unten Beruf, Unternehmen, Schulbildung, Interessen, Filme, Musik, Bücher, unwichtig braucht ihr nicht. So, jetzt macht ihr Änderungen speichern und ich finde, hier macht ihr auch Änderungen speichern. Und ich finde, eigentlich ist es ein ganz gelungener Kanal hier mit schönem Layout, gut angepasster Schrift. Und das war mein erstes Tutorial. Es wäre nett, wenn ihr mir ein Like da lässt oder ob ihr mir einfach Vorschläge zum Verbessern gebt. Ich kann auch noch Tutorials machen, wie ihr ein schönes Intro mit dem kostenlosen Windows Movie Maker machen. Und von mir werden weitere Videos folgen. Ihr könnt mir ja Kritik schreiben, was ich besser machen kann, wie ich es besser machen kann.
Und wenn ihr denkt, das ist gut, schreibt ihr halt, ey, das ist ein tolles Kommentar, schenkt mir ein Abo oder auch nicht. Und könnt einfach liken, wenn ihr wollt. Ja, das war's von mir. Danke fürs Zusehen. Viel Spaß mit eurem neuen Kanal.